Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Bus-Simulator 21. Wir sind hier momentan bei unserer Garage, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Nee, das dürfte der Sprayladen sein, oder? Moment, jetzt müssen wir selber mal kurz schauen. Okay, nee, wir können hier nur unseren Bus wählen. Okay, gut. Aktuell sind ja alle Busse in Betrieb, was ja auch natürlich sehr gut ist. Wir werden jetzt mal schauen, dass wir es endlich schaffen, unseren Erdgasbus zu bekommen. Am effektivsten und wirklich am effektivsten läuft ja aktuell eine Busreihe. Und das ist nämlich unsere beste Route mit der besten Leistung. Das ist hier die 8 mit 7.117 Euro. Das ist natürlich nicht schlecht, aber... Oder fiktives Euro oder fiktive Dollar. Ich nehme mal Euro, ist ja uninteressant. Und wir sehen auch, dass unser Gewinn sich leicht steigert momentan. Was mich persönlich wundert, ist einfach, dass wir nicht mehr so hohe Einnahmen haben wie hier unten. Ah, ich sehe auch warum. Wir hatten viel weniger Busse, ne? Ich sehe es. Klar, durch die hohe Anzahl von Bussen haben wir natürlich weniger Einnahmen, weil die Buswartung sich fast verdoppelt hat. Aber wir hatten auch Grundeinnahmen. Die Transporteinnahmen waren viel höher. Das ist immer schwer. Gut, unser beliebtester Stadtteil ist aktuell West Oakwood. Und dann würde ich auch mal sagen, werden wir West Oakwood einmal fahren. Zumindest ist das so meine Grundidee dahinter. So, jetzt gehen wir mal kurz hier drauf. Wir fahren hier mit dem Mercedes-Benz Citaro K1. Der dürfte auch schon auf der Tour angemeldet sein. Und ich denke, wir haben es... Oder fährst du selbst? Ich fahr selbst, danke. Was? Halt. Es gab übrigens ein Update. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Was? Ach so, hier. Auf jeden Fall gab es ein Update. Bus-LED? Wow. Es gab ein cooles Update anscheinend. Ich bin gerade, total baff. Läuft bei uns. Okay, coole Sache. So, ich würde sagen, los geht die wilde Fahrt. In unserem wunderschönen Mercedes, der ein Upgrade bekommen hat, definitiv. So, jetzt fahren wir hier vorsichtig rum. Also Oakwood West ist unser beliebtestes Stadtviertel. Warum, weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, es hat damit zu tun, dass hier sehr viele Leute wohnen. Ne? Hier ist auch sehr viel Personenverkehr. Das fällt natürlich auch ins Gewicht. Ah, mein Gott. Immer dran denken, Leute, wenn ihr mit Lenkrad spielt, kurz bevor ihr losfahrt, einmal jedes Pedal durchtreten. Dass es einfach nicht zu solchen Problemen kommen kann, wie bei mir gerade, dass meine Bremse nicht korrekt den Druckpunkt ermittelt. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren haben wir gesagt, Corona ist irgendwann mal vorbei. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Corona mittlerweile irgendwie uns übernimmt. Jeden Morgen kriege ich auf dem Handy die Nachricht, so und so viel Corona-Fälle, so und so viel Corona-Tote. Und ich denke mir immer so, okay, wie viele Krebstote haben wir denn? Wisst ihr, es ist schön und gut, dass diese Pandemie langsam ein Ende genommen hat und ganz plötzlich heißt es natürlich eben, dass sie doch kein Ende genommen hat, weil eben dann doch zu viele Leute sich anstecken, was natürlich auch logisch ist, wenn es diesen Virus immer noch aktiv im Lande gibt. Man kann ja nichts wegzaubern. Würde ich mal so grob behaupten, ne? Aber wir kriegen das gelevelt, Leute.
Wie heißt es so schön? Wir schaffen alles. So, auf geht's zur nächsten Haltestelle. Ich glaube, dass Oakwood so beliebt ist, weil es im Stadtkern direkt die Buslinie ist. Und dadurch wird die Buslinie natürlich sehr häufig und sehr aktiv genutzt. Und ich hoffe natürlich, dass wir vielleicht unseren Umsatz teilweise steigern können, wenn wir natürlich auch viel selber fahren. Ach, jetzt möchte einer raus. Okay, dann machen wir das doch. Und schön übrigens zu lesen, dass viele Leute mit mir persönlich Bus fahren würden. Hi, grüß euch. Einfache Fahrt. Sehr gerne. Ein Seniorenticket, eine Tageskarte sogar, bitte sehr. 14,60 Euro für Danke. Sie zurück. Einen schönen Tag noch. Wartet schon wieder. Na gut, dann ist dem so. Was sollen wir machen, ne? Nächste Haltestelle werden wir dann einmal eine Fahrkartenkontrolle nochmal durchführen. Ich habe meine bessere Hälfte außerhalb der Stadt zum Observatorium mitgenommen. Die Stadt okay. zu beobachten war wundervoll. Das hört sich auf einer Seite gut an, aber bist du jetzt alleine weggefahren? Hast du deine bessere Hälfte dagelassen? Was denn jetzt? Mensch, sah so aus, als ob er mich fahren lassen würde. So. Schönen Tag noch zusammen. Wiedersehen. Jo, ciao. Voll nett. Also viele Leute sind wirklich sehr höflich. Klar, gerne. 18,20 zurück. Nächstes Mal bitte Kleingeld mitbringen. Dankeschön. So. Oh, tut mir leid. Augenblick. Eine Kartenkontrolle bitte. Hier ist sie. Na klar, hier ist ein Foto meiner Katze. Ja, ihre Mauzi, die kennen wir schon. Was ich geil finden würde, wäre definitiv die Tatsache, dass es auch wechselnde Namen gibt. Das ist mal ein deutlicher Blinker vom Gegenverkehr gerade gewesen. Warum sollen wir denn nicht pünktlich sein? Wir sind der perfekte Service. Ja, es ist fies warm, ne? Grausam. Was? Achso. Klar, gerne. Ich merke auch langsam, warum diese Linie eine der beliebtesten ist, weil wir transportieren hier verdammt viele Senioren. Das ist schon heftig. Ein bisschen Frischluft reinlassen. Ah, so ein Bus ist schon was Cooles, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Gefällt mir sehr gut. Jetzt warten wir noch kurz ab. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Sehr schön. Wir haben Glück. Es ist auch relativ wenig Verkehr momentan und dadurch natürlich kommen wir auch sehr gut durch. Ach, wir fahren auch von hier zum Terminal. Dann ist es natürlich verständlich, warum diese Linie... Sorry, ich fahre schon mal. Warum diese Linie so gern genommen wird. Weil natürlich logischerweise die Leute von Oakwood West zum Terminal wollen. Oh, es ist so schön, wieder in einem dieser neuen Busse zu fahren. Geil, oder? Und bald gibt es einen Erdgasbus, liebe Leute.
Und der wird noch schöner. Viel schöner als der hier. So. Kannst du bitte aufhören, die ganze Zeit aufs Handy zu starren? Ja, kann ich machen. Mache ich aber nicht, aber egal. Schönen Tag noch an alle. Ciao. Macht's gut. Guten Tag. Okay, die hinteren drei Plätze sind die neuen. Werden wir einmal kurz eine Fahrkartenkontrolle durchführen. Für meine Massage machen. Was? Ach so, hier. Hier ist sie. Ich bin tatsächlich ziemlich baff, was das angeht, dass hier jeder eine Busfahrkarte hat bis jetzt. Vielleicht hat das damit zu tun, dass unsere Kontrollen so hoch sind. Würde ich behaupten. So, dann würde ich sagen, schließen wir die Türen. Auf geht's. Oh. Kleiner Fahrfehler passiert. Dankeschön fürs Vorbeilassen. Ich muss auch sagen, dass die Leute hier aktiv dafür da sind, uns vorbeizulassen. Sorry. Ich denke so, warum steigen die Leute verdammt normal nicht aus? Ja, natürlich. Ach, schön. Bitte sehr. Danke. Schönen Tag noch. Kein Ding. Wie kann das nicht ihr Wetter sein? Es ist doch wunderschön draußen, oder? Falscher Knopf. Ja, wir haben zwei neue Gäste. Machen wir mal eine kurze Fahrkartenkontrolle. Moment. Es war Gruyère. Warum fragen Sie mich nochmal? Weil ich der Meinung bin, dass sie die vielleicht verloren haben. Nein, keine Ahnung. Sehr gut. Wir versuchen natürlich, so schnell wie es geht. Moin, grüß dich, Kollege. Schönen Tag noch. Schön, auch seine Kollegen hier fahren zu sehen. Ich finde das super. Sehr gut gemacht. So, einen schönen Schlenker machen hier. So, bald haben wir es geschafft, Leute. Und haben endlich die Möglichkeit, diesen Bus zu kaufen, den neuen. Dauert natürlich noch ein bisschen, aber ich denke, wir kriegen das gemeinsam hin. Ja, die Route ist super. Wobei man sieht, die Effizienz der Route ist nicht so gut. Und das ist wieder dieser Faktor, der mich so ärgert. Guten Tag. Oh nein, Quatsch. Aufstehen. Ich wollte Ihre Fahrkarte kontrollieren, Entschuldigung. Danke. Hier ist die Fahrkarte. Als ob. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Wie einfach jeder eine Fahrkarte hat. Jeder hat hier eine Fahrkarte. Ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre? Nein. Vertrauen Sie mir, das sind Sie nicht. Was passiert, wenn ich diesen Knopf hier drücke? Drücken Sie doch mal, dann wissen wir's.
War auf jeden Fall nicht der Haltewunsch. Boah, das hat er da absichtlich gemacht. Die Leertaste. Oh. Der war gut. Ich musste tatsächlich über den Joke gerade leicht schmunzeln. Wie heißt es? Ich habe das Navi gerade total missverstanden gehabt, optisch. Auch schön eine eigene Abbiegerspur zu haben. Wir könnten ja auch einen Bus nehmen, der für eine komplette Rundreise ist. Oder bin ich jetzt falsch? Das wäre auch eine gute Option, Geld zu machen. Oder zumindest finde ich persönlich das. Nein, mein Akku ist schon wieder leer. Und das ist nicht gut. Was haben Sie denn für ein Handymodell? Es möchte sogar jemand aussteigen. Neo Ecotec arbeiten gemeinsam an einem neuen Spiel. Okay. Das wäre richtig krass. Insider-Infos werden hier verteilt. Sehr gut. Wusstest du, dass es an der Technischen Universität eine strahlende Katze gibt? So, einer ist eingeschlafen, den gehen wir jetzt gleich wecken. Ja, Mann! Zahltag! Und? 52.000 Leute. Das ist natürlich sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben auch unsere Haltestellenkosten nochmal um 1.000 Euro gesenkt. Ne, um 1.090 Euro gesenkt. Das ist natürlich sehr gut. Unsere Buswartung bleibt. Aber das ist schon mal sehr gut, eine Steigerung von 7.500 Euro ungefähr. Das ist schon mal eine Steigerung, die sich sehen lässt. Da irgendeiner schläft. Klar, hier ist die Fahrkarte. Hier ist sie. So, haben wir direkt nochmal die Tickets kontrolliert. Was ist hier los? Möchten Sie noch mitfahren oder was? Oder Sie wissen nicht wohin, ne? Ich merke das schon. Ich hab's schon gemerkt. Schwieriger Fall der Orientierungslosigkeit. Also die Strecke hier ist tatsächlich am lohnenswertesten für das Busunternehmen. Das ist unfassbar, was diese Strecke hier raushaut. Deutlich mehr als die anderen Linien. Wenn man das so sieht. Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass der Verkehr ein bisschen uns unterstützt und uns hier nicht im Regen stehen lässt. Es regnet aktuell nicht, ich weiß aber trotzdem. Jetzt ist hier aber richtig fieser Stau. Nach rechts und nach links. Sehr gut. So gewinnen wir das Rennen hier. Boah, das ist so korrekt von dir, Kollege, dass du uns noch vorbeilässt. Dankeschön dafür. Da! Sorry. Tut mir leid. Man sollte auch auf seine Umgebung achten. Jetzt haben wir diesen wunderschönen... Was ist das? Egal was es ist. Er sieht auf jeden Fall jetzt nicht mehr so schön aus wie vorher. Oh. Jetzt wäre ich fast auch noch zu weit zurückgerollt. Das wäre natürlich auch nochmal ein Super-GAU geworden. Kollege,
Wie wär's, dass du losfährst? Was hältst du davon? Das ist, wenn man im Innenraum mit irgendwelchen Dingen spielt, Herbert. Lass das doch sein. Vor allen Dingen sind wir so knapp an der Haltestelle dran gewesen gerade. Das ärgert mich. Um die Kurve nur noch rum und man wäre da gewesen. Aber nein, wir müssen hier rumtrödeln. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Natürlich, sehr gerne. Wie viel hätten Sie gerne? 3 Stück? Bitteschön. 14,60 Euro Danke. Für Sie. Bitteschön. Schönen Tag noch. Mal ein bisschen Zeit aufholen. Damit wir wieder pünktlich im System arbeiten. Ich frage mich, wann es das letzte Mal geregnet hat, aber ich glaube, im letzten Part hat es die ganze Zeit geregnet, wenn ich mich nicht irre. Oder ich vertue mich gerade, das kann natürlich auch sein. Oh, das ist viel bin zu mir nicht sicher. Draußen. Hi, eine normale Fahrkarte, Wochenkarte, bitteschön. Danke. Kein Problem, gerne. So, Musik ist auch wieder leise, sehr gut. Durch die Wartung von Bushaltestellen erhältst du Erfahrungspunkte. Ja, aber es kostet auch Geld, liebes Spiel. Ne? Möchte das bitte nicht außer Acht lassen. Dass das Ausbauen von Haltestellen richtig viel Asche kostet. Ne, das darf man nie vergessen. Habt ihr gesehen? Die Person hat sich sogar bedankt. Die hat die Hand hochgehoben. So. Also aktuell kommen wir gut durch. Ich habe die Absenkung vergessen. Mist. Hallo, eine Fahrkarte. Hi. Ja, natürlich, sehr gerne. Bitteschön. 3,20 zurück, schönen Tag noch. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Sehr gerne. 2 Tageskarten, bitteschön. 2,60 für Sie. Danke. Schönen Tag noch. Bitteschön, schönen Tag noch an alle hier. Die Florida Avenue. Hallo? Dankeschön fürs Nein, Beeilen. Ich bin nicht Amanda. Sie haben dich verwählt. Ja, natürlich. Natürlich bekomme ich jetzt die ganze Zeit angezeigt, dass ich bestimmte Haltestellen auch ausbauen kann und so. Aber wir werden es erstmal natürlich nicht tun. Bitteschön, schönen Tag noch. Weil wir einfach das Geld nicht haben. Wir brauchen das Geld für einen neuen Bus. Und aktuell sieht es gut aus. So viele Wenn wir Dank Glück haben, nur für diesen einen dann schaffen wir es. Die Fahrkartenkontrolle. Nein, 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 nein. Na klar. Hier, bitte. Klar. Hier ist die Fahrkarte. Profit ist uns heute nicht gegönnt, glaube ich. Und das von der Haltestelle wegblinken ist irgendwie schwerer geworden, oder? Also vorher, Entschuldigung, vorher haben wir den Bonus sehr oft bekommen. Und mittlerweile gar nicht mehr so oft, oder? Bin ich jetzt falsch?
hier ist James. Geht der Deal noch? Verstehe. Gut, wir sehen uns. Aus Versehen falschen Knopf gedrückt und schon ist das Leben vorbei, Leute. So, jetzt geht's in Richtung Terminal wieder. Sehr gut. Wir nehmen uns alle Punkte mit, die wir bekommen können. Ich meine, der Unfall ist so krass ärgerlich für mich persönlich. Weil der hätte echt nicht sein müssen. Und hat natürlich eigentlich nur Geld gekostet. Und hätte verhindert werden können. Nein, keine Angst. Also Eiscreme gibt es hier im Terminal vielleicht zu kaufen. Doch, kann natürlich sein. Schönen Tag noch. Ich glaube, die Tür schließt nicht, solange sie da stehen. Ja, das stimmt wohl. Also rein mit dir, du Lümmel. Ich glaube auch, dass das Navi manchmal so ein bisschen verwirrt ist, wenn es nicht weiß, wo lang. So, ich würde aber sagen, hier machen wir Schluss für heute. Aber nichts im Vergleich zu den wütenden Casinos. Das stimmt. Wir sehen uns auf jeden Fall dann im nächsten Part wieder. Wenn es heißt Bus Simulator 2021, also 20. Nein, Quatsch. Simulator 21, heißt ja gar nicht 2021. Und ich denke, wenn wir im nächsten Part das nächste Level erreicht haben, könnte vom Aktiengeschäft wirklich profitieren. Ich meine, sie investieren eine kleine Summe, wegen mir auch eine große. Und wenn sie sie gut anlegen, wozu ich ihnen raten würde, wird ihr Unternehmen Gewinne heim. Herrlich. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part wieder, Leute. Bis dann, bleibt gesund, danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut, ciao.